Willkommen zurück. Also, jetzt müssen wir erstmal eine Schlüsselkarte finden. Obwohl. Ja, eine Schlüsselkarte, die Hey, wir. schön dich wiederzusehen, Bruder. Ich möchte erstmal den Kontrollpunkt hier aktivieren, damit alles in Ordnung ist. Jetzt könnte ich eigentlich jeden nacheinander mal kurz so eliminieren. Aber das will ich nicht direkt machen. Wo ist denn diese Sprengkleranlage? Wo kann ich so eine Karte auf? Wo kann ich so eine Karte erhalten? Ja, ich leg mal die da hinten. Um. Ich habe gerade schon fast daran gedacht, flach zu sagen. Ach, der hat eine Karte, gut. Die interessiert das aber auch nicht. Ich wollte ihn jetzt eigentlich schleppen. So. Was? Hören Sie auf! Das kann. Hey, die hat das doch gesehen. Was ist denn jetzt plötzlich los? Was haben jetzt plötzlich alle gegen mich? So, jetzt legen wir den nochmal. Verdammt, verdammt, verdammt. Das war nix. Dass ich aber auch genau anfangen muss anzugreifen, wenn er sich umdreht. Hey, was soll's? Was zum. Ja, ich verstehe das gerade nicht. Davor hatte die doch gar kein Problem damit, dass da eine Leiche war. Vielleicht ist der feinen Dame wohl doch etwas zu viel. Ah, schön, dich zu sehen, Kumpel. Na los, geh rein und entspann dich. Machen wir es mal auf die Weise. Komm her! Los! Hey! Warten Sie hier! Mach dein Ding, Schätzchen! Was zum Teufel? Köpfe einziehen! Was habe ich jetzt eigentlich gemacht, dass. Warum haben alle gleich sowas gegen mich? So. Hallo. Hoffen wir, dass keiner die Leiche sieht. Haben wir jetzt eigentlich das weggeworfen? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann müssen wir auch, uns auch keine neue Flasche nehmen. Okay, eine Kamera. Ist das etwa erlaubt? Ganz toll, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht hier rein. Die Kamera. Wenn der mal hier reingehen würde, wäre es jetzt aber lustig. Da will ich jetzt wirklich hier reingehen. Komm schon hier rein, ich will ein Video von dir aufnehmen. Kann ich diesen eigentlich einfach durch die Scheibe hier töten? Schön, sehr gut. Mach diese Alabama-Wildblume, die mag ich. Ja, geil. Nicht so scheu. Ja, okay. Erstmal sie und dann ihn. Gut, okay. Perfekt. Jetzt erstmal alles beseitigen.
Okay. Mein Stuhl quietscht gerade irgendwie so komisch. Und auch mal loswerden. Ja, wir haben dominiert. Auf jeden Fall. Und der Ausgang war da oben, soweit ich noch weiß. Von meiner Bühne. Und ob du das warum steht hier gleich überall Menschen so Schutzschild? Ach, ich hätte noch die Waffe ausgerüstet. Okay. Nicht anfassen. Auf jeden Fall nicht anfassen. Ob du das willst, Schätzchen. Ihr könnt alles tun, aber nicht anfassen. Unterhält dir, was du siehst. Ich will mehr Benjamin. Die Flaschen von meiner Bühne. Kann der mal weggehen? Der nervt mich gerade so ziemlich. Komm her! Ich hab einen 20er für dich! Und ob du das willst, Schätzchen? Okay, der läuft weg endlich. Du musst bezahlen. Ich hab mir ein bisschen nicht anpassen, Schätzchen. So, was ich sehe, ist da hinten aber auch einer. Der geht jetzt aber hoch, okay. Ich weiß nicht. Ich geh jetzt einfach heim, okay? Mir reicht. Was denn? Hast du den Verstand verloren? Das ist dein Junggesellenabschied. Lang zu! Sei ein Mann! Okay, aber wie vielen... Ich ertrage Dom einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hör zu, du bist neu hier. Dom ist der Preis, den wir alle bezahlen müssen. Also Dom wird wohl jetzt nicht mehr ihr Problem sein. Wir haben doch alle die Geschichten gehört, oder? Über die verschwundenen Mädchen. Über die verschwundenen Mädchen. Ich dachte, es wäre nur ein Leucht, um uns klein zu halten, damit wir uns wertlos vorkommen. Ach, da raucht jetzt erstmal einer. Oh. Dafür wird er noch gefeuert. Aber wer soll ihn jetzt bitte schön feuern? Ist jetzt die Frage. Du solltest nichts sagen, solange du dir nicht sicher bist. Überlass das den Koch. Riskier nicht deinen Traum. Weißt du was? Du hast recht. Ich hätte... Ich bin mal kurz Instinkt eingesetzt. Du hast recht. Ich hätte den Mund. Und hier ist jetzt eigentlich der Ausgang. Ja, Exit. Schloss knacken. Und somit ist eigentlich auch wieder mal ein neuer Mord erfolgreich. Ach, wir müssen jetzt noch abhauen. Oh. Ja, ja, ich halte jeden Tag ein. Hätte ich sonst so einen schönen Rasen? Was? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Stimmt. Nein, im Ernst, das muss ich sagen. Ich hab dich gefunden. Ja, das hast du. Du weißt aber nicht, dass ich ein Gegner bin. Er sagt, wenn ich seine Freunde nicht unterhalte, schickt er mich nach Hawaii. Hey, hör zu. Du musst seine Freunde nur unterhalten. Sie dürfen hier lang. Nicht denken, dass du ihnen gehörst. Sind hier noch mehr Gegner? Und die Antwort ist... Nein. Was ist das für ein lustiger Raum? Ja, auf jeden Fall. Ist es das schöne Zimmer von Dom, oder? Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber dass hier auch gar keiner ist. Da geht's runter. Hier kommen wir nicht durch. Okay, gucken wir einfach. Wir haben ein Ziel. Aber das ist doch eher der Ort, wo wir abhauen müssen. Hoffe ich zumindest. Denn dann sind wir gleich da. Ach, okay. Abhören. Ja, hier ist Wade. Ich habe ein paar Jungs zu diesem Birdie geschickt. Wenn er für Hitman arbeitet, müssen wir ihm schleunigst die Flügel stutzen. Ruf zurück, wenn du weißt, wo das Mädchen ist. Dexter wittert ein Vermögen und ich will meinen Anteil. Bis bald, alter Junge. Thank you.
Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu Ihnen. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückter als eine Kanalratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich rufe Sie wieder an. Da hat er doch wohl Schiss, dass er eliminiert wird. Wir haben unser Einsatzziel verendet und unser nächstes Ziel ist, einfach von ihr abzuhauen. Ich sehe gerade nicht das Zeichen auf der Karte. Ja, wirklich, jetzt müssen wir einfach nur noch den Ausgang finden und somit ist es auch geschehen. Gerade hier ist der Zug. Kontrollpunkt aktiviert und jetzt ja eher hoch. Obwohl, nein, das schafft er nicht, okay. Was ist hier los? Hey, wer ist da drüben? Der ist schon mal runtergefallen. Waffe aufnehmen, wegstecken. Das ist eben die Frage, wie kommen wir hier hoch? Also ich habe jetzt gehofft, dass er wirklich den Weg nehmen kann. Ach, da oben kann er hochklettern. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Hätte ich den Instinkt nicht eingesetzt. Jetzt sind wir eigentlich ziemlich sicher. Außer wenn das jetzt der falsche Weg ist. Also genau genommen müsste der Ausgang jetzt hier hinten sein. Dann müssen wir einfach nur eine Runde machen, wie es aussieht. Du hast recht. Alles klar. Haben wir hier alles durchsucht? Ja, wir haben das gesamte Stockwerk durchkettet. Hier ist aber alles ziemlich zerstört. Und gerade da ist ein einzelner Polizist. Von da bin ich gekommen. Kann ich irgendwas mit den Fernsehern hier machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Hier liegt irgendwo eine Leiche. Garantiert. Ich kann nichts finden. Ja, ich auch nicht. Das ist ja ein Drecksloch. War vor einer Minute aber noch nicht hier. Ach, da lang müssen wir. Auch der letzte ist von da weggegangen. Jetzt heißt es schnell sein. Schnell und unauffällig. Hier sind einfach nur ganz viele Flaschen. Und sonst ist hier ein kleines Guckloch. Und da jetzt der Ausgang. Und klar, ein Polizist. Warum nicht? Ach, wenn er dahin geht, dann habe ich natürlich kein Problem. Perfekt. Erst mal schnell noch hier drüber klettern, bevor da irgendwie hier hingeht. Und geschafft. Oder geht's noch weiter? Birdie, ich bin unterwegs nach Chinatown. Passen Sie gut auf sich auf. Ist jetzt diese Mission zu Ende? Ach ja, das sagt sich so leicht. Mann, dieser Wade, der soll doch jeden zum Reden bringen. Und wir wissen beide, dass ich eine Menge zu sagen habe. Also beeilen Sie sich. Bleiben Sie einfach ruhig.
Und es geht jetzt weiter. Ja, Ausgang gefunden. Nächste Aufgabe, nach Chinatown gelangen. Ob Chinatown jetzt so nah dran ist an diesem Ort, das kann man leider nicht sagen. Zumindest jetzt ich nicht. Ach, mach dir um den keine Gedanken. Solange er keine Glatze hat, ist er nicht unser Problem. Zumindest nicht heute Nacht. Ich hab doch eine Glatze, oder wie meint er? Wie meint er mit der Glatze? Was? Verdammt. Dann nehmen Kontrollpunkt neu starten. Und nochmal dasselbe ausprobieren. Mach dir an den keine Gedanken. Solange er keine Glatze hat, ist er nicht unser Problem. Zumindest nicht heute Nacht. Irgendwelche Neuigkeiten von den anderen? Noch nicht. Ganz vorsichtig. Es ist aber auch wieder mal so eine Frage, könnte ich da runterfallen? Das könnte ich auch von dir sagen. Hey, für den Brüller hast du lange geübt, was? Ist mir letzte Nacht eingefallen. Habe ihn mir sogar aufgeschrieben. Echt? Das war ja echt clever von dir. Tja, ich musste sowieso pinkeln. Zum dritten Mal. Ich sag dir was, Junge. Werd bloß nicht alt. Ist scheiße für die Prostata. Na? Okay. Hab ich nicht vor. Ich bin mehr der Live Fast Die Young Typ, okay? Dann bist du ein Idiot. Ich sage immer, lebe mittelschnell und stirb im mittleren Alter. Haben Sie eine Lizenz? Vorzugsweise an einem Herzinfarkt beim Golf. Also ich habe nur die Lizenz zum Töten. Wir haben eine Genehmigung der Feuerwehr von Chicago. Wenn es da drin auch nur einen einzigen Funken gibt, gehen sofort alle Sprinkler los. Glauben Sie mir, das hat alles seine Ordnung versprochen. Ich mache hier nur meinen Job. Wenn Tier schließen. Da hinten eine Menge Bums. Hey, haben Sie in den letzten Stunden einen großen Mann gesehen? Geben Sie einem von uns Bescheid. Natürlich. Nein, tut mir leid, Officer. Also der Kerl ist weiß um die 40. Abgetragener Anzug. Könnte geblutet haben oder gehumpelt oder vielleicht hat er schwer geatmet. Nein, so jemanden habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Also kommt jetzt ein Brand, werden die alle verbrennen, oder was? Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Die Flasche haben wir noch immer. Wäre das jetzt ein guter Ort, sie einzusetzen? Wieder einmal eine neue einsammeln. Verstehe. Chicago Police. Bitte kommen Sie raus! Ich sehe gerade nicht, wo die hinlaufen will. Also die geht da rein. Will die an der Theke da stehen bleiben? Das wäre aber ziemlich knapp. Er ist gerade aber ein ziemliches Durcheinander. Oh Gott. Ich war nur hier, um Szechuan Pfeffer zu kaufen. Es ist doch nur Pfeffer. Bitte, lassen Sie mir, es läuft alles wie immer. Die wissen gar nichts und... Auf jeden Fall. Ihr könnt mich alle mal. Verdammt. Scheiße. Er ist nicht hier. Wenn der jetzt wüsste, dass ich genau neben dem bin, was der dann wohl machen würde. Diese Folge wird jetzt etwas länger sein, weil ich möchte jetzt erstmal den Ausgang erreichen und dann
wird wohl der Part zu Ende sein. Nein. Ein netter Versuch. Hätte fast geklappt. Sie haben das Recht zu schweigen und die Aussage zu verweigern. Verstanden? Scheint so. Er kennt mich mal nochmal. Ich will nur meine verdammte Mission abschließen. So, stirb. Nervt mich doch alle. Ich will hier durch. Verdammt. Okay, dann eben ein neuer Kontrollpunkt. Und das heißt wiederum, dass wir in diesem Part doch nicht den Ausgang erreicht haben. Also schaltet wieder ein, um zu sehen, was passiert. Auch nee, wieder von hier anfangen. Na, okay. Dann auf Wiedersehen. Bitte wieder einschalten, liken, abonnieren. Alles auf einmal. Und tschüss.